Ja. Ich erlangte die Mixtur, die mich Aufa gebeten hatte, aber Mutter Ranga teilte mir mit, dass dieser Tankstein eines Heilmittels lediglich eine Hebammenarznei zur Verbesserung von Aufas Gesundheit sei. Gut, jetzt mal die Level-Ups. Edda. 2 Punkte in Heimlichkeit mal, und das soll es dann gewesen sein. Die 3 Punkte heben wir auf. Bonus-Niederstrecken, schneller Wiederherstellung. Also ja, Bonus-Niederstrecken, da kann ich einmal pro Begegnung öfter niederstrecken, statt nur zweimal, dreimal. Schnelle Wiederherstellung erhöht meine Ausdauerregeneration. Ja, um etwas mehr als 2 Punkte. Also wahrscheinlich auch um 50%. Das wäre nicht schlecht. Die Sache mit der Zielgenauigkeit haben wir ja bereits, indem wir Ritter gewählt haben. Wilder Angriff, Nahkampfschaden minus Nahkampfgenauigkeit, Giftschlag. Giftschlag ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil das ist Direktschaden. Scharfschütze, Schütze, gefährliches Werkzeug. Das ist, das wäre eher was für Alof. Weil das Zauberstäbe, Zepter und Stäbe sind. 2 Waffenstil, Einhandstil, Zweihandstil, Bestienschlechter. Das sind jetzt die ganzen Sachen. Empfindlicher Angriff. Minus Nahkampfangriffsgeschwindigkeit plus Nahkampf-SR-Umgehung. Durchdringender Schuss. Nö, blutiges Gemetzel. Gegen Ziel mit niedriger Ausdauer. Schadensmodifikator gegen Zielen gegen niedrige Ausdauer. Unterbrechende Hiebe. Plus 15 Unterbrechung. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ne, bei Edda nehme ich jetzt wirklich mal Waffe und Schildstil erstmal. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Also erst einmal kriegt Edda die Speisekammertür. Das Schild heben wir mal auf für ihn, falls das mit der Tür doch nicht ganz so gut klappt. Er verliert immerhin 4 Genauigkeit. Ja, die Speisekammertür gewährt aber Schlag und hat dadurch schon wieder 2 Punkte Verzauberung. Kann aber eh nur Qualität verbessert werden. Bei solchen Sachen auch, oder? Ja. Kann ich nur die Qualität. Plus 15 Schildabwehr. Wow. Das ist schon ein gutes Stück, Schildabwehr. Ja, aber ich wollte gucken. Duvens, das ist ein Kampfstab. Okay, die zählen nicht. Es zählen wirklich nur Stäbe. Sowas wie das Ding hier. Gut, dann bei Duvens. Stufenaufstieg. 2 Punkte in Verstecken, 1 in Athletik. Das war's bei dir. So, ich könnte ihm offensiv was geben. Nämlich mehr Genauigkeit. Ich könnte ihm allerdings auch mit dem 2-Waffen-Stil. Da hat er erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Nicht 2 Waffen, 2-Hand-Stil. Macht er mehr Schaden mit seinem Stab. Und ja, ich werde ihn auf dem Stab lassen. Defensiv, Stellung halten, Reflexe, Waffe und Schild bringt mir alles nichts. Gucken wir uns mal. Oh, Bonuszauber. Bonuszauber ist immer gut. Aber was sind die anderen Sachen? Genauigkeit seiner Verbotsfähigkeit. Ja, Verbot muss ja nicht immer treffen. Pacer könnte den Zorn durch Verbokalisieren oder ihren Angriff mit einer schmerzhaften Schwächung versehen. Geschwächt für Sekunden gegen Tapferkeit. Die Macht und die Verfassung von geschwächten Charakteren werden jeweils um 2 reduziert. Bewegung wird um 1 reduziert, Tapferkeit und Wille werden um 20 reduziert. Wow, das ist stark. Strahlender Glanz. Feinde erleiden durch den heiligen Glanz des Priesters Brandschaden. Gefäße erleiden erhöhten Brandschaden. Das wäre auch eine schöne Sache.
Inspirierte Flamme. Ach, das ist wieder Genauigkeit, Schwert und Arkebuse. Mehrender Glanz macht die Glanzfähigkeit schwächer. Und das kriegt eigentlich nur der Priester, die Sache. Das ist halt die blöde Sache daran. Inspirierender Glanz. Durch den heiligen Glanz des Priesters ein Genauigkeitsbonus. Nee, ich nehme mal den Bonuszauber. Der ist mir gerade am liebsten. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch bei Alof nehmen. So, Kanna. Hier zwei, hier ein Punkt. Der Donner rollte auf schwarzen Meeren. Das ist ein Betäubungsding. Das hier steigert den Hieb- und Schockschaden vom Verbündeten. Drei Blitze erzeugen, die Schockschaden zufügen. Das wäre irgendwie am sinnvollsten. Jo. Schnelle Rezitation. Der Sänger kann phasenschnell rezitieren, wodurch er Beschwörung früher im Kampf einsetzen kann und die Überlappung zwischen den Phasen erhöht wird. Der Sänger schneller rezitieren, okay. Uralte Erinnerung. Beschwör deine uralte Erinnerung herauf, durch die alle Verbündeten im Reichweite einer konstanten Regeneration der Ausdauer profitieren, während der Sänger zaubert. Das hatten wir ja schon mal, der Rest ist alles klassenübergreifend. Ich hätte aber lieber gerne bei Offensiv entweder Scharfschütze oder Schütze. Oh, Schütze ist gut. Nachladegeschwindigkeit, dann kann er öfter schießen. Jäger der Wilden? Nee. Durchdringender Schuss. Nee. Minus 20 Fernkampfsangriffsgeschwindigkeit ist nicht so toll. Jedenfalls, ich bin zwar einer langsamen Waffe, deswegen steigern wir lieber mal die Geschwindigkeit. So, und jetzt Alof. Hey, wir sind alle wieder grün auf einmal. auch Überleben und auch Heimlichkeit. Zwei Zauber. Feuerball ist, glaube ich, Stufe 3 gewesen. Also einen Zauber können wir jetzt aussuchen. Stufe 2 Zauber. Wir könnten auch einen Stufe 1 Zauber nehmen, aber brauchen wir nicht. Miasma der Dumpfheit. Minus 6 Wahrnehmung, 6 Intellekt, 6 Entschlossenheit. Den nicht so wirklich. Plus Max Ausdauer, plus Max Gesundheit, das wäre eine nette Sache. Ätzender Abfluss. Verbrennende Wunden. Wirkungsbereich, also das sind beides irgendwie Berührungszauber. Bollwerk gegen die Elemente wäre auch nicht schlecht. Fesselndes Netz, verblüffendes Spektakel. Sind verwirrt, die Gegner dadurch. Fesselndes Netz fesselt Gegner einfach. Ich sollte fesselndes Netz nehmen für größere Gruppen eigentlich. Fluch der verdunkelten Sicht. Gegner geblendet. Ach, hier steht die Reichweite. Jetzt in der Abfluss, Reichweite 5, verbrennende Wunden. Nehmen wir für die verbrennenden Wunden. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Und ein Talent. Arcana Schleier. Das ist pro Ruhephase. Erhöht zwar die Abwehr sehr gut, aber nee. Dann Zauberbuch Slam. Könnten wir einmal pro Begegnung machen im Nahkampf. Durchdringende Explosion. Konzentriere die Kraft von Explodieren, wodurch die Schadensreduktion des Ziels etwas negiert wird. SR-Umgehung durch die Explosionsfähigkeit. Oder Bonuszauber. Oder wir könnten bei Offensiv... Zauberstab...
Zepter ist hier, Zepter und Stab bei Edelmann, also wir müssen dem Edelmann am besten geben. Oder aber gefährliches Werkzeug. Erhöht den von Werkzeugen angerichteten Schaden und fügt dem Anhänger jedoch mit jedem Angriff eine kleine Menge Direktschaden zu. Nee. Das ist dann doch nicht so toll. Nee, nehmen wir auch den Bonuszauber bekommen. Hi. I'm here. So, und dann wollen wir noch schnell shoppen gehen. Wir haben großen Nutzen aus den Vorräten gezogen, die du uns gebracht hast. Einige meiner besten Arbeiter arbeiten. Wenn du mal unsere Spezialabteilung sehen möchtest, brauchst du es nur zu sagen. Ich würde ja gerne mal deine Waren sehen. Jo. Das ist eine Pike, die brauchen wir nicht. Schutzmauer, die hatten wir im letzten Playthrough. Und alles andere bringt uns nicht so viel. Ein guter Dreiecksschild. Er hat noch mehr Schildabwehr. Ja, kleine Schilde, mittlere Schilde, ein paar gute Rüstungen. Abwehrringe. Schadensreduktionsboni. Umhang des Entzugs. Helme sind nicht besonders nicht toll. Die Bronzehornfigur ist eigentlich recht nett. Damit könnten wir den Animant beschwören. Einmal pro Tag. Die Dietriche nehme ich mal bitte alle. Und dafür gebe ich dir jede Menge Zeug. Da wir ein gutes Kriegsbeil haben, können wir alle Beile verkaufen. Solche brauchen wir eh keine. Das große Schild hebe ich mal auf. Hey, da wäre sogar noch ein Metallschild gewesen. So, wir haben einen guten Jagdbogen. Das heißt, die normalen können alle weg. Kampfstab hebe ich mal auf. Zauberkampfstab kann weg, die Keule kann weg, der Kriegsbogen wird aufgehoben. Wir haben eine gute Mordaxt, also kann die normale weg, so wie der Morgenstern auch. Ein Rapier kann weg, die ganzen Zauberspeere können weg. So, Streitkolben brauche ich auch eigentlich keine. Und von den zwei Händlern kann auch bei einer weg. So. Rüstungsmäßig. Einfache Kleidung kann auf jeden Fall weg. Kettenrüstung eine weg. Von den Lederrüstungen kommen alle weg, außer die gut aussehende. Fellrüstung kann weg. Dürrwellische Kleidung. Noch eine dürrwellische Kleidung. Dann bleiben nur noch die Sachen übrig. Hier kann alles weg, weil es nichts bringt. Die Leder- und Pelzstücke können hier weg. So, damit haben wir eigentlich alles. Können es verkaufen. So, gut. Bisschen Gold gemacht und wir können raus Hier. hier. Yay. Nächste Haltestelle Aufra und dann der Müller. Also auf Rasten und dann der Müller. Ja, also Kolz haben wir schon mal nicht getriggert, weil wir eben bis jetzt nur die Quest abgeschlossen haben mit dem Schmied. Wir müssen, glaube ich, zwei von den Questen abschließen. Dass das Funzen tut. Sicherheits, aber mache ich deswegen ein Quicksave hier? Hallo, Aufra. Hallo. Du warst ja einige Zeit unterwegs. Ich fürchte schon, du würdest nicht zurückkehren. Ist er das?
Hast du ihn mitgebracht? Aufa schaut dich hoffnungsvoll an. Was hat Rangan gesagt? Ja, ich habe ihn. Hier ist er. Du hast es wirklich geschafft. Und gesegnet seist du, gepriesen seist du. Ich weiß nicht, was ich ohne deine Hilfe getan hätte. Jetzt wird beim Baby nichts geschehen. Aufa schaut dich an. Ich kann dir gar nicht genug danken. Warte, du solltest etwas über diesen Tag wissen. Aufa blinzelt und schaut in die Ampulle hinein. Was meinst du damit? Es bewirkt nicht das, was du denkst. Ranga sagt, es würde dein Befinden bessern, aber das ist es auch schon. Aber das ist, auf was Glückseligkeit verschwindet wieder, schnell wieder. Aber alle sagten das, sie blickte weg. Ich hätte es wissen müssen. Oh, wie dumm bin ich gewesen. Wie konnte ich nur denken? Es tut mir leid, ich habe deine Zeit verschwendet.